Hallo Leute! Wie manche von euch ja schon wissen, mache ich ein duales Studium und gerade habe ich meine Theoriephase, das heißt, ich gehe zurzeit in die Uni und da habe ich mir gedacht, ist es für euch bestimmt ganz spannend, wenn ich euch mal zeige, was ich so alles in meiner Unitasche habe, was ich überhaupt für eine Unitasche habe und was ich für sehr wichtig empfinde, was man dabei haben sollte. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Also das hier ist meine Unitasche. Ja, ich habe sehr schön dafür gespart, dass ich mir die leisten konnte. Und finally, ja, ich habe sie. Und ja, es ist eben mein MCM-Rucksack. Und ich bin total happy damit. Ich würde sagen, wir fangen mit dem großen Fach an. Und da mache ich mal auf. Da habe ich hinten ein Laptop-Fach in der Tasche. Da habe ich natürlich meinen Laptop drin. Den habe ich eigentlich fast immer dabei. Dann habe ich hier so ein, ja nicht Ordner, sondern so einen Behälter. Da habe ich meine ganzen Skripte und sowas, dass da nichts verknickt. Ich habe auch immer einen Taschenrechner dabei, weil den brauche ich sehr, sehr oft. Dann sind hier so die Skripte, die ich für den Tag brauche. In dem Fall ist das hier Supply Chain Management. Ich studiere Handel, da braucht man sowas anscheinend. ja. Dann ist hier noch mein Stundenplan drin und eigentlich, ah ja, hier ist er. Mein Blog ist eigentlich auch noch drin. Ich habe mir nur eben was aufgeschrieben. Deswegen ist er gerade nicht drin gewesen, aber ich habe auch immer einen Blog dabei. So. das war so, glaube ich, das Größte, was ich dabei habe. Sonst habe ich noch sehr viel Kleinkram dabei. Zum Beispiel eine Packung Tempos, ein Deo habe ich immer dabei. Kaugummis, ohne Kaugummis. Ich habe mich ja mittlerweile eigentlich... Ich war ja total kaugummisüchtig und habe es eigentlich wieder so ein bisschen in den Griff gekriegt, aber gerade kaue ich wieder sehr viel Kaugummi. Und dann habe ich noch zwei Mäppchen drin. Einmal habe ich dieses hier von Longchamp oder Longchamp oder wie auch immer das jetzt heißt. Da habe ich ja so Standardsachen drin, wie Tippex, Spitzer, eine kleine süße Handcreme von L'Occitane. Und sonst sind da eigentlich nur noch Textmarker drin, also in allen möglichen Farben, grün, orange, gelb, blau, lila, alles an Textmarkern. Dann habe ich hier noch ein süßes Mäppchen von Codello, das ist mit Snoopy-Muster, fand ich total goldig, das musste ich auf jeden Fall einfach haben. Und da sind auch sehr coole Stifte drin. Also zum einen hier noch eine Weleda Lippenpflege, habe ich immer dabei, immer. Und dann sind hier Stifte von Pilot oder Pilot drin. Ich weiß nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Und zwar, was ich an denen cool finde, ist, dass es die auch in Pastellfarben gibt. Das ist der Hammer. Also ich mache halt meine Mitschriften gerne sehr bunt. Und hier sind so geile Farben dabei. Also die habe ich netterweise zugeschickt bekommen. Und da sage ich am Ende des Videos auch noch was, denn ich habe ja meine große Verlosung gemacht und für die, die jetzt nicht gewinnen konnten oder auch für die, die gewonnen haben, habe ich am Ende des Videos noch eine ganz tolle Überraschung und bleibt also bis zum Ende dran. Dann habe ich hier noch in einem Seitenfach Post-its drin. Das sind einfach diese kleinen Post-it-Blöcke, dass ich mir immer mal Notizen ins Skript machen kann, wo ich vielleicht nochmal genauer reingucken möchte. Und in einem anderen Seitenfach habe ich noch mein Max-Ticket, also mein Ticket für die Bahn. Und einen kleinen, süßen Mini-USB-Stick an einer Schnur, damit er mir nicht verloren geht, weil der ist wirklich so mini. Der verschwindet fast in meinem Laptop. Und dann habe ich natürlich noch einen Tangle-Teaser dabei, wenn ich offene Haare habe, damit ich mir auch die Haare durchbürsten kann. Das war jetzt so das Mittelfach. Aber ich habe auch noch hier an den Seiten zwei kleine Fächer und hier vorne ein schönes Fach. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit diesen Seitenfächern an. Da habe ich, was habe ich denn da noch drin? Ich weiß es gar nicht. Ah, mein Studentenausweis. Ich halte jetzt einfach mal kurz meinen Namen und so zu. So, Bild könnt ihr von mir aus sehen. Mit dem kann man halt in der Mensa zahlen und ich esse sehr oft in der Mensa. Und deswegen muss der immer dabei sein. Und auch ein Balea Handhygienegel sollte man auf jeden Fall dabei haben. Vor allem, wenn man jeden Tag Zug fährt. Sonst ist in diesen Seitentaschen nichts mehr drin. Aber vorne und die vordere Tasche ist sehr, sehr wichtig. Werdet ihr gleich sehen, weil das ist so meine Notfalltasche. Da ist zum einen so ein Mäppchen drin, wo nur Notfallsachen drin sind. Also Haargummis, Kaufmanns Kindercreme,
ein kleines Cremepröbchen vom Body Shop, ein Lipgloss, total die Notfallsachen, Leute, ein Parfumpröbchen. Dann sind da noch so Haarnadeln drin, wenn ich mir einen Dutt machen will. Und was jetzt aber wirklich Notfall ist, ist, dass ich so OB- und Slip-Einlagen drin habe. Ich weiß, dass da Leute zugucken, die in meinem Kurs sind. Also, ne, wenn ihr was braucht, ich hab was dabei. Psst. Dann habe ich... Warum habe ich das dabei? Da habe ich wahrscheinlich mal reingeschmissen. Ich hatte letztens neue Schuhe an, da habe ich das, glaube ich, reingeschmissen. Blasenpflaster. Kann man mal dabei haben, habe ich aber nicht gebraucht. Habe ich jetzt dieses Jahr, glaube ich, noch gar keine gebraucht. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht dabei zu haben. Und dann das Wichtigste vom Wichtigsten, ein Handy-Aufladegerät. Wenn ich den ganzen Tag Uni habe und morgens hinfahre 1,5 Stunden und mittags oder halt abends 1,5 Stunden zurückfahre und dann noch Musik hören will, dann wird es echt knapp mit dem Akku. Und ja, ich habe hier das Kabel und dann kann ich das hier einfach hier reinmachen, dann kann ich mein Handy laden und das ist einfach nur ein kleiner Lebensretter. Und zum Musik hören brauche ich natürlich auch Kopfhörer, die habe ich auch immer dabei. Und ich glaube sogar, das war's auch schon. War's das schon? Boah, ich bin mal voll ordentlich. Das kommt selten vor. Ja, das war's. Das ging ja schnell. Also das war's mit den Sachen, die hier in meinem Rucksack drin waren. Und jetzt habe ich ja gesagt, komme ich nochmal auf diese coolen Stifte zurück. Denn Pilot, also die Marke von diesen Stiften, hat eine neue Kampagne, die ich euch vorstellen darf. Und man kann da richtig, richtig geile Sachen gewinnen. Und man kann jede Woche einen Gutschein gewinnen von Zalando, von Saturn, von Ab in den Urlaub und von IKEA. Das heißt, jede Woche 250 Euro pro Gutschein. Das ist schon ganz schön viel, ne? Die haben eben auch so Metallic-Stifte und Pastellfarben, was ich persönlich sehr cool finde, weil das nicht so standardmäßig ist. Und da haben die eben für jeden Typ ein bestimmtes Set und ein bestimmtes Gewinnspiel. So, da kann man natürlich kostenlos mitmachen und ich glaube, ich werde selber auch mitmachen, weil man kann es ja mal probieren, ne? Ich verlinke euch auch alles nochmal zu der Kampagne hier unten in die Infobox und wie ihr mitmachen könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Tschüss!